So, Leute, also jetzt nur noch harte Facts. Da machen wir mal, fangen wir mal an mit Suchverfahren. Und wir fangen, wie gesagt, diese Woche nur mit einfachen Suchverfahren an. Den Rest heben wir uns dann für nach Pfingsten auf. Und bei den einfachen Suchverfahren schauen wir uns insbesondere drei an, die als einfache Suchverfahren zählen. Gibt eigentlich nicht mehr viel mehr. Nämlich das erste ist die lineare Suche. Das ist die relativ der relativ naive Weg eben vorzugehen. Das zweite ist die binäre Suche, die uns dann sagen wir mal, den Weg ebnen wird zu den Suchbäumen, also zu Kapitel 3. Und last but not least die Interpolationssuche, die manchmal auch immer keine so schlechte Idee ist, die sozusagen nochmal einen Tick besser wird als die binäre Suche. Wir werden eigentlich sehen, binäre Suche und Interpolationssuche haben gewisse Annahmen, die zutreffen müssen. Sonst sind wir im selben Worst Case wie bei der linearen Suche im Average Case. Werden wir aber alles gleich sehen, ist natürlich wieder ein kleiner Spoiler an dieser Seite. Gut, das heißt, wir fangen an mit lineare Suche. Ja, das heißt, ja, wie läuft so eine lineare Suche offensichtlich? Naja, wir durchlaufen diese Eingabefolge von Datensätzen, indem wir einen gewissen Datensatz, also einen gewissen Schlüssel suchen, eben sequenziell von vorne nach hinten oder von hinten nach vorne, ist völlig egal, ne? Von hinten wie von vorne, ANNA ist also ganz egal. Und ja, wird deshalb auch sequentielle Suche bezeichnet, sehr, sehr häufig. Ich sage eigentlich fast immer nicht lineare Suche, sondern sequentielle Suche, ja? Weil man eben sequenziell hier der Reihe nach jedes einzelne Element durchgeht und guckt, ist es der richtige Schlüssel? Wenn ja, bin ich fertig, kann aufhören. Wenn nein, muss ich weitergehen. Ne? Und naja, was für eine Komplexität das hat, können wir zwar jetzt schon erraten, aber schauen wir uns natürlich nachher nochmal ein bisschen genauer an. Ja, S kann in dem Fall komplett ungeordnet sein, also das heißt, wir haben keinerlei Annahmen an unsere Folge von Datensätzen. Und hier ist zum Beispiel eine Implementierung der linearen Suche in Java, ne? Also die Methode heißt Seek hier, in dem Fall gehen wir davon aus, dass der Schlüssel ein Integer ist, Integer A. Und die Liste, die Folge unserer Datensätze ist eben hier so eine Map bestehend aus dem Schlüssel und irgendeinem Objekt, irgendeinem Datensatzobjekt, das sozusagen hinter dem Schlüssel dranhängt. Ja? Und ja, das Objekt soll sozusagen zurückgegeben werden, das entsprechend den Schlüssel A hier vorne hat. Ja? Und naja, was muss ich tun? Ich muss also sozusagen einmal komplett durch diese Liste hier durchgehen. Also das ist ein Array hier von diesem Typ hier. Also in diesem Array stehen lauter solche Paare aus Integers und dem Datensatz drinnen. Ja? Also in unserem Beispiel hier oben ist der Datensatz, das Objekt hier ein Character oder ein String, ein Character vermutlich. Ja? Und der Schlüssel selber ist der Integer hier vorne. Ja? So, also ich gehe das Ganze durch mit einer Vorschleife. In dem Fall könnte ich natürlich mit der Weitschleife machen, was auch immer. Also von 0 bis s.length minus 1 sozusagen, also i kleiner s.length minus 1, i++. Naja, was muss ich in der Schleife drin machen? Naja, ich muss immer gucken, an der Stelle i ist der Key identisch zu dem a. Wenn ja, dann habe ich den entsprechenden Datensatz gefunden und gebe den Value aus. Ich gehe mal davon aus, dass ich hier get Key ist hier für diese Entry-Klasse, gibt mir den Integer zurück und get Value gibt mir den Value offensichtlich zurück. Ja? Und ja, dann kriege ich den Wert hier zurück, kann aufhören. Return beendet natürlich die ganze Geschichte. Das heißt, an dem Punkt, wo ich entsprechend den Schlüssel gefunden habe, hört diese Seek-Methode auch sofort auf durch das Return-Statement. Und ansonsten, wenn ich es nicht gefunden habe, dann bin ich sozusagen einmal komplett durchgelaufen und dann habe ich nichts. Das heißt, das Ergebnis ist ja leer. In dem Fall vielleicht eine gute Idee, hier sozusagen die leere Referenz für das Objekt hier zurückzugeben, also Return Null in dem Fall. Ja. Und hier oben sehen wir so ein Beispiel, also Seek S2 zum Beispiel, das wäre hier unser S, unsere Folge von Datensätzen. Und wir suchen nach der 2. Naja, und was macht das hier ganz offensichtlich? Ich gehe also an der Stelle 0 und gucke, ist der Wert gleich 2? 9 ist nicht gleich 2, also gehe ich eins weiter. 5 ist nicht gleich 2, gehe ich eins weiter. 3 ist nicht gleich 2 und so weiter und so weiter. Hier an dieser Stelle hier, das ist die Stelle 0, 1, 2, 3, 4, also an i gleich 4 habe ich es gefunden. In dem Fall gebe ich dann eben H aus mit dem Return Statement und das Ganze ist zu Ende. Ja?
Okay, soweit so billig im Prinzip. Und hier sehen Sie nochmal ein Beispiel, weil wir werden jetzt einiges auch in Python machen in diesem Kapitel. Hier sehen Sie noch ein Beispiel, also hier sogar nochmal dieses S hier. Das ist jetzt eine Liste von Paaren, das kann man in Python relativ einfach ja, hier hinschreiben, ohne das groß kapseln zu müssen. Ne? Also das hier ist sozusagen ein Array, sind die Array-Klammern. Und jedes Array-Element ist ein Paar aus einem Integer und einem Character. Und ja, Sie sehen hier eben die entsprechende Methode linSearch, die eben dieses S oder ein S nimmt. In dem Fall, wenn das S hier vorher im Programmcode definiert wurde, nimmt das natürlich diese Variable hier und einen Search-Key, zum Beispiel das 2 hier, können Sie reinnehmen. Ja. Und jetzt wird eben hier auch in so einer Vorschleife, genauso wie vorher, das ist jetzt einfach syntaktisch ein bisschen anders. Das heißt jetzt eben for, also für jedes Paar Key-Value in dieser Liste aus Paaren, aus Key-Value-Paaren, mach folgendes: Wenn der Key gleich der Search-Key ist, den ich suche, dann kann ich den Value zurückgeben. Ja, dann kann ich das, die zweite Position hier zurückgeben, sozusagen. Also in die erste Position, das ist der Key, gleich dem Search-Key ist, den ich suche, dann gebe das den zweiten Wert an dieser Stelle aus. Ansonsten läuft das eben durch. Ja? Und der Default sozusagen wäre in dem Fall nichts zurückzugeben, ja? Tatsächlich. Gut, beziehungsweise 0 in dem Fall. Ja? So, und hier unten sehen Sie genau dasselbe wie vorher. Lassen Sie sich bitte nicht verwirren hier von dieser unterschiedlichen Notation. Hier einmal ist es so, ja, das ist im Prinzip genau dasselbe wie hier oben. Ne? Das sind so Key-Value-Paare Punkt. Ja? Und die Suche nach dem Schlüssel 2 ist natürlich genau dasselbe wie vorher. Ja, und natürlich interessiert uns hier auch, was die Komplexität von dieser linearen Suche ist. Naja, das ist vermutlich relativ trivial, aber trotzdem schauen wir es uns natürlich noch mal ein bisschen genauer an. Ja, weil, wie gesagt, wir nehmen ja keinerlei Annahmen an, zunächst mal über das Array. Das heißt, das muss nicht irgendwie vorsortiert sein oder irgendwas. Das heißt, eine vernünftige Annahme ist vermutlich genau das anzunehmen, was jetzt auf der folgenden Folie kommt, nämlich, dass jeder Schlüssel irgendwo sein kann. Ja, also Annahme, dass jeder Schlüssel irgendwo sein kann, kann man das ein bisschen formaler fassen. Ja, okay, also die Annahme ist die Wahrscheinlichkeit, dass der gesuchte Schlüssel an Position i ist, beträgt jeweils 1 durch n bei n Objekten. Ne? Das heißt also, jede Position ist gleich wahrscheinlich. An jeder Position in meinem Array, in meiner Folge aus n Elementen, also jede Position, an jeder Position kann es mit derselben Wahrscheinlichkeit der Schlüssel sein, den ich suche. Das heißt, an jeder dieser Stellen, wenn ich n Stellen habe, n Positionen habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da genau mein einer Schlüssel hängt, eben 1 durch n, ne? Offensichtlich. Okay, so, also, jetzt müssen wir uns überlegen, naja, okay, wie viele Vergleiche, was der Aufwand, wie viele Vergleiche, wir müssen jetzt nichts mehr vertauschen, sondern jetzt müssen wir eigentlich nur noch Vergleiche zählen. Ne? Das Einzige, was wirklich hier interessant ist beim Suchen, sind die Anzahl der Vergleiche zunächst mal. Ja? Zumindest bei der linearen Suche. Sonst brauche ich ja nichts verschieben oder irgendwas. Ja? So, also wie viele Vergleiche brauche ich? Naja, also fast der Schlüssel, also wenn ich von links nach rechts gehe, von vorne nach hinten sozusagen. Ja? Analog andersrum natürlich, wenn ich von hinten nach vorne gehe, aber es kommt auf selber raus. Also von vorne nach hinten, falls der Schlüssel, den ich suche, an Position 1 ist, brauche ich genau einen Vergleich und dann bin ich fertig. Okay. Falls der Schlüssel an Position 2 ist, brauche ich, naja, zwei Vergleiche. Ich muss von vorne nach hinten, also ich vergleiche mit dem ersten Element, mit der ersten Position, Fehler, also nee, nicht gefunden. Zweite Position, gefunden, sind zwei. Ja? So, also an der ithen Position offensichtlich geht das genau i mal, also ich suche den ersten, nein, nicht gefunden, zweite Position nicht gefunden, dritte Position nicht gefunden, vierte Position nicht gefunden und so weiter, ithe Position gefunden. Das sind also jeweils immer i Vergleiche. Für die Position i. Ja? Okay, das heißt also, im Durchschnitt habe ich dann sozusagen, wenn ich davon ausgehe, dass alles gleich wahrscheinlich ist, also an der Stelle 1 sind es ein Vergleiche, an der Stelle 2 sind es zwei Vergleiche und so weiter. Das heißt, ich habe für n Stellen eben jeweils immer die Summe von i gleich 1 bis n. Ne? Weil
bis zur Stelle 1 habe ich 1, bis zur Stelle 2 habe ich 1 plus 1 ist 2, an der Stelle 3 habe ich 3 und so weiter. Und jede dieser Stellen aufsummiert sozusagen, ja, gibt mir sozusagen alle Möglichkeiten, die ich habe. Ja. Also der könnte ja tatsächlich an Stelle 1, an Stelle 2, an Stelle i, an Stelle n liegen. Das heißt also, alle Möglichkeiten, die ich habe, ist die Summe von i gleich 1 bis n über i. Ja, und jetzt suche ich aber, sind aber jede Position, ist jede Position gleich wahrscheinlich. Das heißt, nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass er tatsächlich da ist an der Stelle i, ist 1 durch n. Ja, das heißt, ich habe nochmal 1 durch n hier in der Summe drinnen. Ja gut, aber das 1 durch n bei jedem Summanden, das kann ich natürlich ausklammern. Das heißt, ich habe 1 durch n mal Summe von i gleich 1 bis n über i. Das erinnern wir uns, das ist so eine schöne Reihe. Ne? Das ist n mal n plus 1 halbe. Das heißt, ich habe eine Entel mal, also ein Entel mal n plus 1 halbe, und da kürze ich das n weg da vorne, dann heißt das, heißt, ich habe hier n plus 1 halbe im Mittel an Vergleichen, die benötigt werden, um etwas zu finden oder eben auch nicht zu finden. Ja? Wenn es nicht gefunden wird, habe ich eben n viele Vergleiche gemacht, allerdings umsonst. Das ist im Prinzip dasselbe Spaß, als wenn das Element an der letzten Stelle wäre. Ja? Also im Mittel n plus 1 halbe Vergleiche. Im schlimmsten Fall, das ist natürlich, also Worst Case haben wir ja gesagt, ist der Fall, wo ich sozusagen nichts finde, das heißt einmal bis hinten durchlaufe. In dem Fall habe ich offensichtlich, naja, n Vergleiche. Ne? Das erste Element, das zweite Element, das dritte Element, das vierte Element, n-te Element, überall nicht gefunden. Also im schlimmsten Fall muss ich einmal von links nach rechts oder von rechts nach links, je nachdem, wie ich es implementiere, die gesamte Liste durchlaufen, das sind natürlich n Elemente, n Vergleiche, nichts gefunden. Okay, O von n. In beiden Fällen ist es O von n, natürlich auch im Mittel, ne, weil die Konstanten wir natürlich raus machen können. Das heißt also, lineare Suche ist sowohl im Mittel als auch im schlimmsten Fall, im Worst Case, Average und Worst Case, O von n. Ne? Okay, gut, wächst halt linear. Aber tatsächlich ist das so, wenn Sie sich vorstellen, das Ding in so einer Datenbank ist, da sind vielleicht Millionen von Datensätzen drinnen, dann ist das natürlich trotzdem nicht so schön, dass wir nur in linearer Zeit sozusagen suchen können. Und es wird jetzt im weiteren Verlauf offensichtlich darum gehen, diese Grenze von O von N irgendwie zu reißen, irgendwie zu schlagen. Ja? Und dazu schauen wir uns als nächstes dann eben gleich weitere einfache Suchverfahren an, die tatsächlich diese Grenze reißen, allerdings mit gewissen Annahmen. Ja, ja, und das erste Verfahren, das diese Grenze, diese magische Grenze sozusagen reißt, ist dann die binäre Suche. Die schauen wir uns gleich an. Und wir werden aber eben feststellen, dass diese binäre Suche eine ganz wesentliche Annahme hat. Und wie gesagt, das schauen wir uns im nächsten Podcast an. Kleiner Cliffhanger, ist aber nicht wahnsinnig spektakulär, gebe ich zu. Bis gleich.